Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, Leute. Es geht weiter mit meiner Mario Kart neue Streckenreihe, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir spielen vom goldenen Turbo Cup die Kokospromenade von der Wii. Das ist eine Legendenstrecke. Ich bin mega gespannt, wie die hier jetzt in Mario Kart 8 Deluxe umgesetzt wurde. Und ja, starten wir direkt mal rein. Alter. Oh, die Mucke, Alter, Leute. Ah, da können wir keine Stunts machen. Hier können... Okay, schön. Oh mein Gott. Ist das ungewohnt? Wir können Distanz machen bestimmt. Ah, es hat halt aber leider nicht den Vibe von der Wii, so versteht ihr? Ich hab... Alter, schön diese Retro-Bemalungen da links. Oh, das weckt Nostalgie, das weckt Nostalgie. Ich kenne die Strecke noch sehr gut. Was ich aber jetzt sagen kann, ist, es fängt diesen Vibe leider nicht ein. So die Mario Kart... Oh, ja, schon unten konnte man ja auch noch lang. Es fängt diesen Vibe jetzt nicht ganz so ein. Und grafisch, ich weiß nicht, also hier, das wäre so zum Beispiel eine Strecke, wo ich gesagt hätte, natürlich die Autos waren hier am Ende auch noch. Ey, das ist einfach Nostalgie. Grafisch würde ich hier bei dieser Strecke sagen, hier konnte man zum Beispiel auch eine Mario Kart Restunts machen und hier geht das auch. Gut, wir müssen gleich mal den Weg oben nehmen. Also grafisch, keine Ahnung, ich glaube, hier hätte man noch mehr umsetzen können. Toddy, warum bist du so böse? Holy shit. Ein böser Toddy-Computer-Gegner. Wir müssen hier auch mal... Was mein Ziel von diesen Videos auch ist, hier versuchen, alle Wege irgendwie mal zu nutzen. Da haben wir natürlich einen Beschleunigungsstreifen noch. Ich guck gerade, wo konnte man da noch im Original hin. Die Mucke hätte, glaube ich, noch geiler sein können, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier habe ich das Gefühl, die wurde 1:1 übernommen. Jetzt nicht so wie bei der Mario Kart 7 Strecke. Weil da hatte ich das Gefühl, okay, da war das Live-Orchester im Spiel. Und mit... Alter, holy shit! Mit Elektro-Gitarre und so weiter. Und hier bewegen sich die Autos nicht. Ich weiß nicht, ob es im Original so war, aber ich glaube, da haben sich die Autos bewegt. Schön aber, dass sich hier diese Streifen ändern. Und hier will ich mal jetzt oben bleiben. Denn es gab natürlich da rechts eine Abkürzung, soweit ich weiß. Ah, die wurde jetzt... Okay, das wurde jetzt hier alles ein bisschen anders gemacht. Ja, aber gut, dass wir trotzdem hier noch Wege haben. Noch viele Wege haben, die wir nutzen können. Aber ich muss ganz ehrlich sein, so im Großen und Ganzen, der Vibe wird nicht eingefangen von der Wii. So muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich auch schon bei den anderen drei Videos gesagt habe, schaut auf jeden Fall mal rein. Es ist alles nice to have. Aber jetzt vor allem bei der Strecke merke ich so, als Typ, der sehr viel Mario Kart Wii gespielt hat, ich merke hier einfach, weiß ich ja nicht, ne? Irgendwie grafisch fehlt es mir was. Mucke hätte noch geiler sein können für so ein Remake der Strecke. Und irgendwie, der Vibe wird nicht angefangen, meiner Meinung nach. Leute, schreibt trotzdem mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr die Kokospromenade von der Wii hier in Mario Kart umgesetzt, Mario Kart 8 Deluxe. Würde mich sehr, sehr interessieren, wie ratet ihr diese Strecke von 1 bis 10. Und ja, Leute, das war's für ein Video. Schaut auf jeden Fall die anderen Videos an, die werden jetzt alle im Laufe der Zeit kommen. Lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.